Antiterrorkräfte im russischen Unruheherd Nordkaukasus. Die Elitekämpfer der russischen Garde beim Training. Zu ihr gehören mehr als 100 Spezialeinsatzkommandos. Viele davon sind vergleichbar mit deutschen Antiterroreinheiten wie der GSG 9. Extrem gut trainiert und hochmodern ausgerüstet. Ich beobachte eine Gruppe Terroristen. Sie nähern sich einem Dorf. Sie kämpfen vor allem in den russischen Kaukasusrepubliken gegen Terroristen. Häufige Einsatzorte: Dagestan und Tschetschenien. Ihre Gegner sind radikale Islamisten und gewöhnliche Verbrecher, die den Islamismus als Deckmantel nutzen. Wir haben es hier viel mit Schläferzellen zu tun, die auf Kommando aktiv werden. Mit ihren Terroranschlägen schaden sie der Bevölkerung. Das wollen wir verhindern. Das Ziel der russischen Garde: Extremisten aufspüren und ausschalten, bevor sie zuschlagen können. Tschetschenien. Die muslimisch geprägte russische Teilrepublik wurde in zwei Kriegen zwischen 1994 und 2003 fast völlig zerstört. Damals wollten radikale Islamisten die Abspaltung vom russischen Kernland erreichen. Nach den Kriegen ließ Russlands Regierung vieles wieder aufbauen. Doch noch immer gibt es dort unzählige Terroristen. Sie leben meist im Untergrund und agieren in kleinen Gruppen. Spezialkräfte simulieren eine Antiterror-Razzia. Ihre Einheit nennt sich SCIF, auf Deutsch Skythen. Diese vorchristlichen Kriegernomaden sollen einst den Nordkaukasus besiedelt haben. Viele russische Häuser sind mit Stahltüren geschützt. Blockiert die Tür. Sie ist verriegelt. Sprengstoff löst das Problem. Die beiden vorderen Männer tragen kugelsichere Schilde. Der Einsatz im Gebäude ist genau durchchoreografiert. Im Ernstfall kann schon ein falscher Schritt tödlich enden. Aus Sicherheitsgründen dürfen die Elitekämpfer ihre Gesichter nicht zeigen. Besonders gefährlich wird es, wenn die Verbrecher Blut an den Händen haben. Dann leisten sie meist erbitterten Widerstand. Diese Aufnahmen haben kaukasische Terroristen gefilmt. Sie zeigen einen Angriff auf einen Polizeiposten. Wahrscheinlich sollen sie als Beweis für mögliche Geldgeber dienen. Die russische Garde vermutet, dass die Männer gute Verbindungen in arabische Länder und nach Pakistan haben. Dieser Lockvogel feuert auf einen Polizeiposten. Die Polizisten schlucken den Köder und nehmen die Verfolgung auf. Weitere Extremisten warten auf einer Anhöhe, bis die Polizisten in Reichweite sind, und feuern los. Allahu Akbar, rufen sie. Gott ist groß. Mit dem heimtückischen Hinterhalt wollen die Extremisten Druck auf die Regierung ausüben.
Wir werden die russischen Besatzer aus dem Nordkaukasus vertreiben und einen Gottesstaat errichten. Wir werden auch alle korrupten Polizisten töten, die für die Russen arbeiten, Muslime foltern und unsere Familien angreifen. In Videobotschaften propagieren sie ihr Ziel: ein Kalifat, eine Abspaltung der rohstoffreichen russischen Teilrepubliken Dagestan und Tschetschenien. Diese Männer sind inzwischen tot. Spezialeinheiten haben sie ausgeschaltet. Andere Extremisten sind dafür nachgerückt. Viele haben sich der Terrormiliz Islamischer Staat angeschlossen. Über das Internet verbreiten sie ihre hasserfüllten Drohungen an die Bevölkerung. Es reicht. Was heißt, ihr wollt uns keine Unterstützung zahlen? Ich warne euch, wir konfiszieren die Hälfte eures Eigentums. Und wer sich dann immer noch weigert zu zahlen, wird umgebracht. Ich schwöre es euch, wir bringen euch um. Ihr habt unsere Sache widerstandslos zu unterstützen. In den Sommermonaten ziehen sich viele Extremisten in die Berge zurück. Sie suchen den Schutz der dichten Wälder. Aber die Elitekämpfer der Antiterroreinheit SCIF jagen sie auch dort. Zivilisten, Spitzel, Polizei, Geheimdienste. Sie alle versorgen die russische Garde mit Informationen über Untergrundkämpfer. Wenn sich mehrere Quellen decken, wägt die Garde ab, wie aussichtsreich die Verfolgung ist. Heute werden die SCIF ein Waldgebiet im Grenzbereich von Tschetschenien und Dagestan durchkämmen. Ein anspruchsvolles Terrain. Bei Einsätzen in dieser Jahreszeit ziehe ich die Maschinenpistole Vitus vor. Sie eignet sich gut für den Nahkampf. Im Sommer werden Gefechte meist in den Bergwäldern geführt, also auf kurze Entfernung von 2 bis 20 Metern. Alles, was weiter weg ist, siehst du kaum. Die Vitus wird mit fast allem fertig. Sie hat das Kaliber 9x19. Die Geschosse durchschlagen herkömmliche kugelsichere Westen. Der Kopf der Antiterroreinheit ist knapp 40 Jahre alt. Ein Mann mit Kriegserfahrung. Er unterschätzt seine Gegner nicht. Die Terrorbanden seien oft sehr professionell. Sie legen bereits im Frühjahr Verstecke mit Vorräten an und verlegen ihre Aktivitäten im Sommer dann in die Wälder. Das Dickicht bietet ihnen Schutz. Die SCIF konnten in den letzten Jahren vielen Banden das Handwerk legen. Deshalb sind die Extremisten vorsichtiger geworden. Ihre Taktik hat sich geändert. Früher haben sie sofort angefangen zu schießen, wenn wir uns ihnen genähert haben. Heute versuchen sie unentdeckt zu bleiben. Sie vermeiden den direkten Kampf so lange wie möglich.
Die Spezialeinheiten der russischen Garde treiben die radikalen Islamisten zunehmend in die Enge. Nicht zuletzt dank detaillierter geheimdienstlicher Aufklärung. Wir sehen uns genau an, was unsere Gegner machen, wie sie kommunizieren, wie sie leben. Wir studieren sie. Inzwischen haben wir sie schon so weit, dass keiner von ihnen zum Anführer aufsteigen will. Denn das verkürzt dessen Lebenserwartung um ein Vielfaches. Eine Herausforderung bei solchen Einsätzen ist es, die Konzentration zu halten. Stundenlang durchkämmen die Skiff das Waldstück. Nichts als grünes Dickicht. Überall können Sprengfallen sein oder Terroristen lauern. Hier, eine Verpackung. Dann finden die Männer Spuren. Das ist ein ehemaliges Terroristenlager. Die waren nicht lange hier. Sie haben nur schnell ein paar Äste zusammengebunden, damit man sie nicht sofort entdeckt. Dazu eine Isomatte und fertig war der Schlafplatz. Hier haben sie gegessen. Ihren Müll haben sie dort gelassen. Das war nur ein kurzer Zwischenstopp für sie. Die Spezialkräfte haben eine Extremistengruppe eingekreist. Nun ziehen sie die Schlinge um den Hals der Zielpersonen immer enger. Diese Aufnahmen stammen vom Kameramann der Antiterroreinheit. Maximale Wachsamkeit. Jede Sekunde kann ein Kugelhagel losbrechen. Plötzlich fallen Schüsse. Die Terroristen leisten erbitterte Gegenwehr. Sie versuchen zu entkommen. Die Skiff ziehen sich aus dem Dickicht zurück. Sie wollen das Zielgebiet mit schwereren Waffen befeuern. Gelingt ihnen, die Islamisten genau zu orten. Jetzt nehmen die Elitekämpfer das Gelände Quadratmeter für Quadratmeter unter Beschuss. Die Extremisten haben sich an diesem Steilhang verschanzt. Ihn einfach zu stürmen wäre zu gefährlich. Denn dabei könnten Männer der Spezialeinheit getötet werden. Einige Stunden später ist das Feuergefecht vorbei.
Drei Terroristen starben im Kugelhagel. Jetzt beginnt die kriminalistische Aufarbeitung. Zu welcher Gruppe gehören sie? Wer sind ihre Angehörigen und Freunde? Spurensuche nach möglichen Komplizen. Unterdessen machen sich die Skiff auf den Weg zurück nach Grozny. Die Spezialkräfte sind in der Hauptstadt Tschetscheniens stationiert. Hier deutet auf den ersten Blick nichts auf Terrorzellen oder eine Anschlagsgefahr hin. Doch die Ruhe täuscht. Niemand weiß das besser als Generaloberst Sergei Melikow. Er gehört zur Führungsriege der russischen Garde. Rund 400.000 Männer und Frauen arbeiten für die Behörde, die für die innere Sicherheit Russlands zuständig ist. Bitte, nehmen Sie Platz. Der General im Exklusivinterview. Terroristische Organisationen lassen sich immer neue Methoden einfallen. Um für uns unberechenbar zu sein, meiden sie klare hierarchische Strukturen. Die autonomen Untergrundzellen planen eigenständige Aktionen. Und diese Anschläge sind oft sehr öffentlichkeitswirksam, da sie meist die Zivilbevölkerung treffen. Wie zum Beispiel Bombenattentate auf Menschenansammlungen. St. Petersburg, April 2017. Eine autonome Zelle, die Al-Qaida nahesteht, verübt einen Bombenanschlag in einer U-Bahn. Ein Selbstmordattentäter reißt mindestens 15 Menschen mit in den Tod. Mit solchen Bluttaten machen die Terrorzellen auf sich aufmerksam. Oft auch in der Hoffnung, auf die Gehaltslisten der großen Terrororganisationen zu kommen. In diesem Fall geht das Kalkül nicht auf. Die radikal-islamische Zelle wird vollständig ausgehoben. Vielen dieser Verbrechen liegen auch finanzielle Interessen zugrunde. Deswegen müssen wir weiter daran arbeiten, die Lebensbedingungen junger Leute zu verbessern, damit sie gar nicht erst empfänglich werden für die verbrecherische Ideologie der Terroristen. Wichtig sind Arbeitsplätze, soziale Absicherung, der Kampf gegen Willkür und Korruption. Die Regierung unternimmt in dieser Richtung schon einiges. Sergei Melikows Familie wurde selbst Opfer kaukasischer Extremisten. Auf diesem Moskauer Friedhof liegt sein Sohn Dimitri, Hauptmann der Spezialeinheit Vitis. Dieser Verlust war ein herber Schlag für uns. Wir sind stolz auf Dimitri. Er ist jung gestorben, aber er war ein vorbildlicher Offizier und hat sein Leben sicher nicht umsonst gelassen. Dimitri ist im Alter von 25 Jahren in den Bergwäldern Dagestans von Terroristen erschossen worden. Ich habe nicht nur meinen Sohn verloren, sondern auch andere Menschen, die mir nahe standen. Aber sie wussten alle, worauf sie sich einlassen, wie riskant der Kampf gegen den Terror ist. Und sie wussten auch, dass es keinen anderen Weg gibt, um mit den Banden fertig zu werden. Sie haben ihr Leben gegeben, um Kinder, Frauen, um Familien zu retten. Die russische Teilrepublik Dagestan am Kaspischen Meer.
Wie Tschetschenien ist sie muslimisch geprägt. Und auch Dagestan ist eine Hochburg für Islamisten. Terroristen haben im gesamten Nordkaukasus leichtes Spiel bei der Rekrutierung. Arbeitslosigkeit, Beamtenwillkür und Korruption sind hier weit verbreitet. Sie treiben den radikalen Banden immer neue Anhänger in die Arme, sagt der Bürgerrechtler Abdurakham Magomedov. Aufklärung sei deshalb extrem wichtig. Junge Menschen suchen oft nach einem Sinn in ihrem Leben. Wer dann an ihrer Seite ist, kann sie leicht beeinflussen. Wenn Jugendliche in die Fänge radikaler Kräfte geraten, sind sie meist für immer verloren. Das ist wie eine Einbahnstraße. Wer einmal tief im Terrorsumpf steckt, kommt kaum lebend wieder raus. Fahndungslisten der russischen Behörden. Die sogenannten Rekruten des Islamischen Staates haben in Dagestan dieses Mordvideo aufgenommen. Darin überfallen sie einen Offizier der russischen Garde und seine Verwandten beim Zelten. Die IS-Anhänger erschießen den Cousin des Offiziers sofort. Dann drängen sie Leutnant Magomed Nurbagandov in die Kamera zu sagen, dass seine Kollegen den Kampf gegen den IS beenden sollen. Bist du das? Ja. Sag deinen Leuten, sie sollen uns in Ruhe lassen. Der Offizier weigert sich. Macht weiter, Brüder, sagt er stattdessen. Diese Botschaft an seine Kameraden ist sein Todesurteil. Das Bergdorf Sergokala, Heimat des ermordeten Offiziers. Für seine Tapferkeit wurde Nurbagandov posthum zum Helden erklärt. Seine Eltern kümmern sich nun um seine beiden Kinder. Sie zeigen die hohe Auszeichnung voller Stolz. Zum Tod ihres Sohnes haben sie ihre ganz eigene Theorie. Die westlichen Nationen wollen nicht, dass wir in Russland gut und friedlich leben. Dass aus unseren Kindern etwas wird. Deswegen schicken sie diese furchtbaren Leute zu uns. Sie schüren den Hass von allen Seiten, bis wir uns hier gegenseitig attackieren. Doch sie werden es nicht schaffen, uns zu besiegen. Eine krude Unterstellung. Zwei von Nurbagandovs Mördern gehen russischen Ermittlern ins Netz. Wir haben ihn aufgefordert zu sagen, dass der Kampf gegen uns aufhören muss. Aber er hat stattdessen gesagt, macht weiter, Brüder. Ich habe das gefilmt. Dann haben wir Magomed Nurbagandov in den Kopf geschossen. Freunde von Nurbagandov produzieren dieses Video. Darin gedenken sie ihre gefallenen Kameraden. Die Botschaft: Wir vergessen nicht. Es folgt eine beispiellose Jagd auf die übrigen Mitglieder der Extremistengruppe.
Spezialkräfte der russischen Garde und des Inlandsgeheimdienstes FSB finden sie schließlich in der dagestanischen Stadt Chasavyurt. Sie fackeln nicht lange. Diese Aufnahmen stammen vom Inlandsgeheimdienst FSB. Die Elitekämpfer statuieren ein Exempel, machen mit den Männern kurzen Prozess. Drei Islamisten werden bei dem Einsatz getötet. Die Zelle Rekruten des IS ist damit ausgemerzt. Die Stadt Chasavyurt und ihr Umland gelten als Extremistenhochburg. Eine weitere Spezialeinheit der russischen Garde führt in dieser Gegend eine Razzia durch. Die Männer der Sobre Bulat suchen nach IS-Leuten. Sobre steht für schnelle Reaktionskräfte, Bulat für Stahl. Die Moskauer Elitepolizisten sind für 3 Monate in den Nordkaukasus abkommandiert. Sie vermuten auf diesem Bauernhof einen Anwerber des IS. Die Gefahr, in einen Hinterhalt zu tappen, ist groß. Geradeaus. Schau nach links. Links sauber. Zwei Türen vor uns. Ich hab sie im Blick. In dem Zimmer ist eine Frau. Kommen Sie raus. Schnell raus hier. Stellen Sie sich da vorne hin. Es ist die Frau des mutmaßlichen Terroristen. Die Spezialkräfte finden auch noch 2 Kinder in dem Raum. Sie fordern die Frau auf, sie in Sicherheit zu bringen. Dachböden oder auch Dächer werden oft als Versteck genutzt. Entweder verschanzen sich dort die Verbrecher oder sie lagern Waffen und Sprengstoff. Wir suchen immer nach irgendwelchen Schlupfwinkeln, nach doppelten Wänden, doppelten Böden, versteckt unter Teppichen. Manchmal graben die Extremisten auch Tunnel, 15 bis 20 Meter lang. Wenn Gefahr droht, verschwinden sie über den Hinterhof. Jetzt ist der Dachboden dran. Bei solchen Razzien gegen mutmaßliche Terroristen können die Männer auf die Einrichtung keine Rücksicht nehmen. Sie müssen jederzeit mit einem Angriff rechnen. Der mutmaßliche IS-Anwerber ist nicht zu Hause. Die Polizisten vermuten, dass er längst das Weite gesucht und sich in den Nahen Osten abgesetzt hat.
Sonst hätte die Familie wohl kaum so gefasst reagiert. Wie könnt ihr sicherstellen, dass keine unbeteiligten Personen zu Schaden kommen? Wenn es irgendwie geht, warnen wir die Nachbarn rechtzeitig. Frauen und Kinder fordern wir auf, kritische Räume zu verlassen. Für heute ist der Einsatz beendet. Feierabend. Die Männer der Antiterroreinheit Sobre Boulat sind in diesem mobilen Lager untergebracht. Zusammen mit ihnen sind hier auch andere Spezialeinheiten der russischen Garde stationiert. Sie kommen aus den unterschiedlichsten Verhältnissen, doch hier sind die Lebensbedingungen für alle gleich. Wir heizen mit Holz. Wenn wir Nachschub brauchen, holen wir welches von draußen und trocknen es neben dem Ofen. Hier trinken wir Tee oder essen. Dort drüben stehen in mehreren Reihen die Betten. Hier hängt unsere Kleidung und da hinten bewahren wir Waffen, Munition und Spezialequipment auf. Wird das hier nicht feucht? Nein. Damit es nicht feucht wird, heizen wir. Das sorgt für trockene Luft. Was macht ihr in eurer Freizeit? Wir checken unsere Ausrüstung, reinigen Waffen, machen Sport, joggen. Jeder, wie er will. Die Männer richten sich ihren Wohnbereich im mobilen Antiterrorlager so angenehm wie möglich her. Trotzdem gilt, nicht zu viel Herzblut investieren. Denn das Lager kann jederzeit an einen anderen Brennpunkt im Nordkaukasus verlegt werden. Das ist unsere Dusche. Kalt, zum Abhärten. Hier kann man sich mit warmem Wasser waschen. Das muss man aber vorher im Zelt auf dem Ofen heiß machen. Schon erstaunlich, wie viel Wasser man zu Hause verbraucht und was das am Monatsende kostet. Hier braucht man nur einen halben Eimer, um sich zu waschen. Da hinten liegt das Heizmaterial und gegenüber ist unsere Fitness-Ecke. Aber Sport kann man hier doch nur bei trockenem Wetter treiben. Nein, wieso? Geht doch bestens. Morgens. Wecken. Rein in die Uniform, kurzes Frühstück und es geht einmal mehr in die dagestanische Extremistenhochburg Shazaf-Yurt. Fahnder der Polizei haben die Sobre Boulat angefordert. Wieder ein Einsatz gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. Наша задача сегодня это
Wir werden heute eine Razzia in einem Wohnhaus durchführen. Dort soll sich ein IS-Kämpfer aufhalten. Ein letzter Waffencheck und es kann losgehen. Einsätze der Sabre Boulat finden meist in den frühen Morgenstunden statt. Es gilt, den Überraschungseffekt zu nutzen. Dieser Polizist trägt einen gepanzerten Schild. Dazu gehört eine Pistole des Typs Irigin. Es kommt nicht unbedingt auf das Modell an, sondern auf das Kaliber und die Durchschlagskraft. Am besten sind die Kaliber 9,19 oder 9,21. Die Elitekämpfer sind hochkonzentriert. Sie haben das alles hunderte Male geübt, bereits Dutzende ähnliche Einsätze hinter sich. Der Einsatzleiter hat eine Skizze des Objekts, das sie heute stürmen sollen. Der erste Sturmtrupp geht ans Tor. Das zweite Team kommt von der Seite über eine nicht fertiggestellte Mauer. Die Männer am Tor werden richtig Lärm machen, um die Leute im Haus zu verunsichern. Der Einsatz beginnt. Das ist unsere Kamera. Kabellos. Teleskop, ausfahrbar. Damit können wir Keller, Ecken und Dachböden checken. Uhr am Morgen. Die Spezialkräfte halten rund 500 Meter vor dem Haus des mutmaßlichen IS-Anhängers. Der Mann soll als Rekrutierer für die Terrormiliz arbeiten. Ganz hinten auf der rechten Seite liegt das Haus, das gestürmt werden soll. Der Transporter mit MG-Schützen gibt den beiden Sturmtrupps Deckung. Team schleicht sich über die unfertige Mauer aufs Grundstück. Das andere macht vorne am Tor Lärm. Einschüchterungstaktik. Ich gebe dir Deckung. Wir legen los. Aufmachen! Polizei! Team 1 versucht, das von innen verriegelte Tor für Team 2 zu öffnen.
An der Eingangstür taucht eine Frau auf. Dahinter ein Mann, der mutmaßliche IS-Anwerber. Der Ton wird rauer. Hinter ihr steht ein Mann. Die Polizisten warnen ihre Kollegen. Rauskommen mit erhobenen Händen. Komm raus. Hände hoch, habe ich gesagt. Hände hoch, rauskommen. Komm raus. Hände hoch, Gesicht zur Wand, Gesicht zur Wand. Per Funk gibt der Einsatzleiter den Befehl, das Haus zu stürmen. Auf die Knie! Lass ihn. Er ist frisch operiert. Die Mutter des mutmaßlichen Terroristen versucht, die Einsatzkräfte zurückzuhalten. Die Männer des SEK wenden keine körperliche Gewalt an. Ihre Einschüchterungstaktik geht voll auf. Du bleibst sitzen, wir gehen rein. Meine Mutter hat ein schwaches Herz. Was wollt ihr von uns? Die Mutter des Tatverdächtigen reagiert panisch. Seine Frau bekommt einen Kreislaufkollaps. Mach das Licht an. Mach das Licht an. Sag ihnen, sie sollen das Licht anmachen. Zimmer für Zimmer durchsuchen die Elite-Polizisten das Haus. Mach doch das Licht an. Nimm mal den Vorhang weg. Achtung, Kinder, stopp! Etwas nach rechts. Jetzt geradeaus. Sie vergewissern sich zuerst, dass sich niemand bei dem Kind versteckt. Komm raus. Hab keine Angst. Nur zu. Komm zu mir. Nehmen Sie das Kind. Geh zu deiner Mama. Was ist denn nur passiert? Die Mutter des mutmaßlichen Terroristen weiß, dass es jetzt für ihren Sohn ernst werden kann. Recht sauber. Jetzt den Schrank. Fertig? Ja, alles sauber. Sie dürfen da nicht rein. Ihr wollt uns was unterschieben. Die Frau wiederholt ihre Befürchtungen mehrmals. Sie verdächtigt die Beamten, heimlich Drogen oder Munition zu deponieren, um ihrem Sohn eine fingierte Straftat anzuhängen. So hätten sie selbst bei schwacher Beweislage eine Handhabe gegen ihn. Der Schock sitzt tief, aber körperlich sind alle unversehrt. Die Spezialkräfte weisen die Anschuldigungen der Frau zurück. Sie manipulieren nichts, sagen sie. Dieser Mann wirbt Kämpfer an. Für die in Russland verbotene Terrormiliz IS. Wissen Sie, warum die Polizisten hier sind? Nein. Haben Sie eine Ahnung, was man ihnen vorwirft? Ich weiß es nicht. Sind Sie vorbestraft? Nein. Haben Sie mit Terroristen zu tun? Nein, ich habe nichts mit denen zu tun. Was ist mit dem IS? Nein. Der Keller ist sauber. Wir haben den Keller mit der Kamera durch Tür und Fenster gecheckt.
Alles okay soweit. Wir machen weiter. Mach auf. Wir schauen rein. Der Eingang ist links. Wir gehen nach hinten. Alles sauber. Wir kommen zurück. Wie ist die Lage? Alles läuft planmäßig. Wir haben den Terrorverdächtigen festgenommen und alles durchsucht. Keller und Dachboden sind sauber. Den Dachboden nehmen sich die Elite-Polizisten jetzt noch einmal genauer vor. Sie suchen vor allem nach Waffen und Munition. Bevor die Männer raufsteigen, prüfen sie den Raum wieder vorab mit der Kamera. Ein Hinterhalt ist jederzeit möglich. Sobald die Spezialeinheit alles unter Kontrolle hat, können Ärzte ihre Arbeit aufnehmen. Die Mutter des mutmaßlichen IS-Anhängers braucht ein Kreislaufmittel. Haben Sie Probleme mit dem Blutdruck? Ich habe immer niedrigen Blutdruck. Trinken Sie das. Es wird Ihnen helfen. Der Terrorverdächtige bleibt dabei. Er habe nichts mit dem sogenannten Islamischen Staat oder anderen extremistischen Organisationen zu tun. Er hat nicht mit uns gerechnet. Deswegen war er völlig überrumpelt und wusste nicht, wie er reagieren soll. Er stand praktisch unter Schock. Der Mann hatte keine Möglichkeit, Widerstand zu leisten. Im Haus waren keine Waffen. Seine Familie, Mutter, Frau und Kind waren da. Der Einsatz der Moskauer Spezialeinheit Sobre Bulat in Chasavyurt ist vorbei. Jetzt übernehmen Ermittler den Verdächtigen. Sie werden versuchen, ihn zum Reden zu bringen. Die meisten Extremisten sind genau gebrieft von ihren Anführern. Sie beteuern, dass sie unschuldig sind. Aber im Laufe der Vernehmungen, der Untersuchungshaft oder der Gerichtsverhandlung packen viele dann doch aus. Das kann verschiedene Gründe haben. Ein Deal mit der Staatsanwaltschaft, die Aussicht auf eine geringere Strafe oder einfach nur Angst. Manchmal setzt man ihnen auch einen Spitzel in die Zelle. Der gewinnt ihr Vertrauen und horcht sie dann aus. Die Antiterroreinheiten der russischen Garde müssen immer häufiger ausrücken. Sie erwarten viele IS-Rückkehrer aus dem Nahen Osten. Die Terroristen versuchen über die Nachbarstaaten Russlands durch die dichten Bergwälder in den Nordkaukasus einzusickern.
Dann liegt es an der russischen Garde, sie zu stoppen.